als Gesellschaft müssen kollektiv den Heldenbegriff überdenken. Wie ich befürchtet hatte, ist ein Monster, das angeblich geheilt sein sollte, zurückgekehrt, um Chaos zu verbreiten. Und Spider-Man hat uns nicht beschützt. Wieder randaliert Dr. Kurt Connors, Lizard genannt, auf unseren Straßen, verfolgt von Spider-Man, der dabei das erbärmlichste... Was bekommen? Es ist Spider-Man! Lass die Nächte kommen! Ganz falscher Ort für einen Observationsposten. Die Mission. Wir haben das. Achso, einmal so. Herzlich willkommen. Mein Name ist Chris. Mann, wir spielen. Ich wollte MJ ein bisschen Zeit allein geben, aber ich bin platt. Zeit für eine kleine Pause. Spider-Man. Ich frage mich, wie ihr Artikel wird. Ah, schon wieder vergessen, die Bettlaken zu waschen. Beim letzten Mal haben wir Dr. Connors aufgehalten. Leider sehr viel Stadt zerstört. Und ja, jetzt sind wir wieder. Mal ganz kurz schauen in den... Ja, das müssten wir vielleicht noch mal ein bisschen mit übernehmen. Waren das alle? Jetzt. Danke für die Hilfe. Wir reisen mal schnell, denn das könnte noch ein Weilchen dauern und kürzen wir das hier mit ein bisschen ab. Gleich reingefallen ins Bett. Das ist die Story, von der ich dir erzählt habe. Ich hätte gerne deine... Sieht toll aus, MJ. Ich werde sie dann lesen. Warte. Du hast den Anzug noch? Ich dachte, Connors hilft dir raus. Was ist mit Harry? Sorry, hat das Zeit bis morgen? Ich bin so müde vom Eidechsenring. Oh, er sorgt sich um. Das ist nicht gut. Gleich eine hoch oder laufen wir schon mal?
Durch die Fenster kann ich nicht raus. Ich muss nach unten. Wo bist du, Peter? Hi, hier ist Peter. Ach, das reicht. Lass deine Nachricht da. Unterwegs. Sie bewachen Vorder- und Hintereingang. Vielleicht kann ich durch den Keller entkommen. Bitte nicht quietschen. Oh, danke. Peters Werkbank. Und dann noch was? Netzschießer. Oh, perfekt. Schick das zweite Team. Sie sollen das ganze Haus absuchen. Straße lang. Ihr drei, bereicht Sicherheit, falls er zurückkommt. Wenn ich Pete nicht vor Ihnen finde. Wenn jemand neugierig wird, einfach umlegen. Greifen wir die Spinne heute. Nichts wird uns aufhalten. Okay, da vorne gehen wir nicht lang. Das sind zu viele. Jäger verletzt. Wir sind nicht allein. Okay, der ist ein bisschen aufgeregt. Peter ist in Richtung der nächsten Straße. Vielleicht komme ich durch. Wer hat J2 erwischt? Wissen wir nicht. Bleibt in euren Bereichen. Falls wir was im Haus finden, melde ich mich. Verstanden. So. Wo gehen wir jetzt lang? Da gehen wir nicht lang. Wir gehen wieder zurück. Also Richtung diese Stelle und dann hier durch. Unterwegs zur Baustelle!
Bolzen reinzujagen. Er verändert sich. Vielleicht brauchen wir mehr. Zwei Bolzen. MG hat voll drauf. Die Spinne ist nicht allein. Dieses Miststück aus dem Zoo hilft ihm. Sie hat all unsere Leute im Haus erledigt. Der zieh ich die Haut ab. Vorher fangen wir die Spinne ein. Nein. Ich bin auf dem Weg. Hier sind sehr viele. Das ist... Sie ist hier drüben! Perfekter Schuss! Sie ist K.O. Pete ist noch dahinter. Team 5, vorrücken! Alle anderen bleiben auf ihrer Position! Wie komme ich zu dem Haus? Hat uns auch einer? Die ganze Nacht lang hat diese Frau euch verfolgt, während ihr die Spinne gesucht habt. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Bringt alle beide zu mir. Wow. Ach. Zwei können wir bekommen? Nein, ein. Wie komme ich zu dem Haus? Meine Jäger. Die ganze Nacht lang hat diese Frau euch verfolgt. Während ihr die Spinne gesucht habt. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Bringt alle beide zu mir. Ja, aber wir sollten immer das Haus machen. Da gibt es so viele.
her! Sorry, bin spät dran. Was ist mit Pete los? Er ist nicht er selbst. Ich glaube, es hat etwas mit dem Anzug zu tun. Es ist ein sogenannter Symbiont und ein Alien. Was? Also, er trägt ein Alien? Hilf ihm einfach, Miles. Bitte. Schon dabei, MJ. Alles klar. Spider-Man, ich bin's! Deckel auf mich geworfen. Auf dich? Bist du sicher? Ziemlich sicher. Er hat vor dem Queensboro-Tunnel angehalten. Da sind überall Jäger. Ich bin dahin unterwegs. Lass die Jäger ihn nicht wieder davonjagen. Geht klar. Ich bewege mich. Ziel gesichtet. Spider-Man, stopp! Was ist denn los? Rede mit mir! Ich fand vorhin schon, dass er komisch ist. Aber das ist etwas völlig anderes. Als wäre er gar nicht da. Über uns! Ich bin er! Haben wir es jetzt? Wow, wow! Spider-Man, ich bin's! Spider-Man! Weißt du noch? Jetzt komm endlich zu dir! Wie soll ich meinen College-Aufsatz ohne meinen Lieblingslehrer beenden? Ich bin fast da, Mike. Wie geht's Peter? Er ist wütend. Und er hört mir absolut nicht zu. Dann müssen wir wohl was anderes probieren. Ich bin offen für Vorschläge. Ich muss höher rauf! Ist noch einer da? Ah, da hinten. Ja!
du bist noch da drin, Peter. Ganz bestimmt. Wehtun. Ich wollte dir nicht wehtun!
Bei dir läuft's besser als bei mir, Miles. Wir haben den Tunnel abgesucht. Er ist weg. Vorerst. Aber er wird bald zu mir kommen. Macht einen ausgeschlafenen Eindruck. Wieso habe ich auf einer Parkbank geschlafen? Und warum fühle ich mich, als hätte ich super geschlafen? Schräg. Noch eine Nachricht von Harry. Pete, ich brauche dringend diesen Anzug zurück. Dad arbeitet an einer neuen Heilung, aber ich weiß nicht. Bring ihn her. Bitte. Ob Harry den Anzug wirklich braucht? Wenn ich ihn behalte, ist die Stadt sicherer. Das ist gut für alle. Ein starker Spider-Man ist für alle am besten, oder? Und Norman ist schlau. Sicher findet er ein anderes Heilmittel für Harry. Ich wollte es dich nur wissen lassen. Ich glaube, du hast das überbewertet. Los, lass einfach alles raus. Eine Taxifahrt ist immer ein Abenteuer. Okay. An dieser Stelle machen wir Schluss. Wir gehen beim nächsten Mal hier hin und sind gespannt, was passiert. Wir lernen mal diese Fähigkeit dazu. Und dann reicht es noch für diese. Oh, das sind viele. Nehmen wir mit. Und hier brauchen wir noch ein paar Pünktchen. 2, 1. Wahrscheinlich auch nochmal 2. Machen wir dann. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.